Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. So, hier waren wir stehen geblieben. Und ich habe jetzt gesagt, wir machen diesen Part alle wieder. Da war doch gerade irgendwo eins. Da ist keiner. So. Oh, da mit dir. So. Nummer 1. Da hinten ist auch eins, okay. Aber ich vermute mal, da muss man irgendwie von der Seite holen. Ganz am Anfang war auch noch eins. Wo ist das? Da vorne, ich seh's doch schon. So, dieser Part wird nur Hühnchen, würde ich den nennen. So, Nummer 2. Wie viele Federn das Vieh verliert. Aber der Käfig, ich glaube jetzt da so. Nö. Da müsste ich sein. Ja, da ist er. So. Ein mit dir. So. So, dann war ja oben auch noch irgendwo eins, oder? Konnte man nicht mit diesen Dingern mit den Hühnern fliegen oder so? Kinder, oder? Wisst ihr was? Wir finden sie raus. Ich habe immer so viele Leute gesehen gehabt, die das gespielt haben, da haben sie immer mit die Hühner, haben immer die Hühner gehabt und da sind sie immer geflogen damit. Und ich weiß, man darf sie nicht attackieren, weil sonst stirbt man. Weil sie unzerstörbar sind oder sowas, die Hühnchen. Das habe ich auch schon raus. So, da ich nicht weiß, ob du. Tatsache, man kann fliegen mit denen. Cool, guck dir das an. Fucking two animals! Das geht nicht aus. Also gleiten, es ist mehr gleiten als fliegen. So. Das war irgendwie so klar. Hui! So, dann in Fahrt mit dir. Und da kommst du jetzt her. Okay. In Fahrt mit dir. Ich würde das ziemlich cool ausschauen, wenn man die. Wo ist das zweite jetzt? Ach, da oben schon. Jesus, Hühnchen, du bist schnell. Da ist das letzte. Ist das das letzte? Keine Ahnung. Irgendwie nicht, Mann. Oh ja doch, Tatsache. Prima, du bist ein echter Hühnerfänger. Bring doch auch die anderen 3 zurück. 3? Wo sind denn da noch 3 Hühnchen? Okay, anscheinend habe ich die ganze Stadt nicht erforscht, wie ich gedacht hatte. Moment, ich höre eins. Da drüben, schauen. Wie komme ich denn da rüber? Interesting. Lauf, Link, bisschen schneller. Ich höre noch eins. Nein! Sitzt da oben? Nein! Link, was tust du? God damn you. Sitzt da oben ein Dach eins? Da ganz oben, Moment. Nein, das ist. Das ist kein Hühnchen. Nö. God damn you. Donk. Es tut mir immer leid, ich werde sie nicht wieder mal machen. Weil ich finde das persönlich ein bisschen lustig. Gut, da kann ich noch nicht hin. Das ist da, wo der Dings ist, der Vulkan oder was auch immer. Hey, das ist eine Leiter. Hab ich gar nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist ein Hühnchen da oben. Und das ist halt ein ruhig sitzendes Hühnchen. Okay, hallo, Aussichtsplattform. Nein, das ist kein Hühnchen, das ist nur so ein Typ, der da sitzt. So. Nein, ich kann da nicht runterspringen, okay. Das hat weh. Ja, was ist denn, Navi?
Was Salia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrelia retten. Das wolltest du mir jetzt sagen, Navi? Wirklich? Diese Aussage war jetzt nicht wirklich notwendig. Nicht wirklich, nein. So, wie zum Teufel komme ich darüber? Da ist das Hühnchen, ich sehe es doch. Da ist auch eine Leiter. Aber wie komme ich zu der Leiter? Strangers in the night, I've got this feeling. Ah, strangers in the night. Da muss doch irgendwo eine Leiter sein, oder? Nope. Okay. Noch einmal. Kann schon. Nicht in die Wand laufen. Gehen wir mal da rein. Gucken wir mal, was da drin ist. Eine Mühle. Fragezeichen. Ist auch gut. Das Lied kenne ich. Ist das Lied der Stürme oder so, wie das hieß? Da habe ich mal einen Remix davon gehört. Das war echt cool. Ich mag es, im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Das macht riesen Spaß. Ich liebe Musik. Ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder vom Wind erzählt. Wie cool. Komme ich da irgendwie hoch? Nicht wirklich, oder? Ich habe irgendwann mal einen Remix von dem gehört gehabt. Das war ziemlich nett. Das war so ein Lacto-Remix oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Das war gar nicht mehr so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Drei Hühnchen. Wo sollten da noch drei Hühnchen sein? Ich verstehe es nicht. Sei. Vielleicht da? Dahin. Wenn ich war noch nicht mal in allen Häusern drin, das ist ja auch wieder ein Punkt. Ich will auch nicht überall reingucken, das ist so unhöflich. Moment, ich höre da ein Hühnchen. Hey du, was bewachst du da? In diesem Haus lebt einst die mächtige Impa. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet. Du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehört einst dem Shika, aber jetzt kann jeder hier leben. Das ist schön. Schön gerecht. Schön gerecht. Halber der Herzkern-Container. Muku, gib mir das. Ich will nicht mit dir reden. Ich rede mit dir. Hallo, du. Ey, mit den Zufällen der Häuser immer unaufgefordert? Ja, doch, eigentlich schon, ja. Haben dir deine Eltern keine Manieren mehr gebracht? Ja, das weiß ich nicht. Naja. Jetzt habe ich noch geschimpft, was trunken. Ja, das Problem ist, mir fehlen drei Hühner. Wo sollen die sein, bitte? Geh weg da, Mann. Weiter geht's auf die Suche nach dem Hühner. Okay, das ist dann doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Muss ich zugeben. Ich dachte irgendwie, das wäre einfacher gewesen. Du erzählst mir, drei Hühner gibt's da noch, oder was? Prima, du bist ein echter Hühnerfänger. Bring doch auch die anderen drei zurück. Wo sollen da drei Hühner sein, Madame?
Oh. Oh, zum Teufel. Ich weiß, eins ist da hinten. Aber da komme ich nicht hin. Hm. Wie komme ich da zum Teufel nochmal hin? Ey, ey, ey. Ah, na, ich dachte, das wäre eine Leiter oder so. Na egal, gucken wir uns nochmal im Friedhof um. Da komme ich ja vom Friedhof dorthin oder so. Wer weiß. Einsame Kiste, Stauffer. Ich habe jetzt die Hymne der Sonne gelernt. Die kann ich ja jetzt. Aber was bringt mir die? Was ist zum Beispiel das hier? Das ist wie ein Schalter oder so. Hm, okay. Hm. Hey, da sind auch zwei Forces drauf. Ha. Aha. Interesting. Und wieso ist es hier so ruhig? Irgendwie, da oben ist dann auch was, oder? Na gut, wir gehen nochmal in die Höhle darunter. Irgendwie, glaube ich, habe ich da was total vergessen. Okay, wir machen die Hühner nächstes Mal. Oder wenn ich weiß, wie ich zu den anderen Hühnchen komme. Ach Gott, jetzt sind die wieder da. Jetzt geht's wieder. Hab ich doch. Ah, don't touch me. Don't touch me. Ja. Ja, ist okay, Navi. Danke, Navi, dass du dir Sorgen machst. So, bin ich wieder hier. Ach Gott, wie ging das nochmal? Das war die Melodie der Sonne. Also die Hymne der Sonne, besser gesagt. Bringen mir tut das nichts. Okay, so, wie geht nochmal ihr Wiegenlied? Da. Dann, dann, okay. Okay, okay. Nein. Bringt mir das was hier? Nope. Gott, muss ich wirklich die da hinten anzünden? Die ganz am Anfang? Das geht sich ja nie aus. Okay. Oh mein Gott, ich habe einen Zombie getötet. Nice. Wie zum Beispiel, soll ich die da anzünden? Die zwei Fackeln da? Hm. I don't freaking know. So. Oh, es ist erst 12 Uhr. Boris, der Totengräber, schläft noch. Genieße einen Spaziergang auf dem Friedhof und komm später wieder. Also ich kann nur mit der Hymne der Sonne kann ich quasi nur die Typen besänftigen oder so. Ah, gut, ich muss pausieren. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Sorry für die kurze Unterbrechung.
Aber da kurz ein Schnitt drin. Meine Güte, meine Güte. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Jetzt habe ich schon gerade nachgeschaut. Ich habe schon 6 Parts aufgenommen. Das ist jetzt... Also eigentlich ist... Insgesamt sind 7 Parts, aber ich werde den anderen mit dem jetzt quasi verknüpfen. Das heißt, ich habe dann quasi diese... 7 Parts. Da ist ein Loch. Warum ist da ein Loch da oben? Also circa 6 bis 7... 6 Parts habe ich schon ungefähr, kann man schon sagen. Wo zum... Ich gehe mal jetzt in alle Häuser rein, das gibt's doch nicht. Oh. Das habe ich gemeint, ja, dieses Haus. Hihi. Gottes Willen, das schreckt mich doch nicht so. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch des Skulltulas lastet. Während jedoch alles Skulltulas dieser Welt zerstört, verliert der Fluch seine Wirkung. Tötest du eine Skulltula, erscheint ein Symbol. Hoppla. Sammle es ein. Die Zahl neben dem Spinnensymbol auf dem Statusbildschirm gibt an, wie viele Skulltulas du bis zu diesem Zeitpunkt zerstört hast. Erscheint das Spinnensymbol neben einem Namen auf dem Kartenbildschirm, findest du in diesem Gebiet keine Skulltulas mehr. Suche nach dem Skulltulas nicht nur im Freien, sondern auch in den Labyrinthen. Aber natürlich ist es nur ein Wunsch von uns. Wenn du das nicht tun willst, zwingen wir dich nicht. Brichst du den Fluch, werden wir dich reich belohnen. Ich hab... 2 habe ich, oder so. Wie viele Skulpturen habe ich jetzt schon gekillt? 3. Ah, das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Yeah. Warte, gibt's da... ich bin verflucht, das wissen wir. Geht weg. Wie viele da wohnen in diesem Skulpturhaus? Okay, dann haben wir das Skulpturhaus, wie ich es mir schon gedacht habe, auch schon gefunden. Das ist doch auch schon mal was. Moment, kurz das Mikro richten. Ich will es halt auch nicht zum nahen Mund haben, das Mikro, sonst hört man das zu laut. Ich habe doch ein sehr lautes Organ, quasi. Ich spring mal in den Brunnen rein, oder? Ja, das machen wir jetzt. Oder? Hui! Nein, runter mit dir. Oh, okay. Naja. Na, so lange kann ich noch nicht tauchen. Da ist doch noch irgendwo eins. Ah, das ist da hinten, aber wie komme ich da hin? God damn you! Nein. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Moment. Ich hab vielleicht eine Vermutung. Vielleicht. Aber keine Ahnung, ob ich das durchziehen kann. Dafür brauche ich Rubine. Rubine. Jetzt will sich das ausgehen? Na, nicht mehr ansatzweise. Wenn man dachte, ich schnappe vielleicht einen Huhn und fliege einfach rüber, oder das irgendwie... Nö. Ey, ey, rotes Haus, rotes Haus. Da gibt es eine Tür, da kann ich rüber. Wie komme ich da hin? Ich muss in das rote Haus, okay. Here I come, here comes Speed Racer, he's a demon on wheel. So, ich werde den Part übrigens noch voll machen, damit ich für... mal die Aufnahme-Session quasi beenden. Ja, 6 Parts reichen einmal. Ich habe eh jetzt wieder genug zum Rennen. Vielleicht nehme ich morgen noch 2-3 weitere auf. Wie komme ich da bitte rein in dieses rote Haus? Strange. Ja. Das ist so viele Parts jetzt. Also das reicht dann wieder vollkommen aus. Hallo? Okay, das ist nicht der Fall. Die Mühle. Konnte ich da nicht irgendwie in die Mühle rein oder sowas? Ja, aber da konnte ich auch nichts machen.
Ah, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist das Haus des Skulltulas, das wissen wir jetzt schon. Da wohnt die Madame, was weiß ich, die Impa. So, okay. Ich meine, wenn sie gesagt hätte, das eine noch, hätte ich gesagt, okay, ja, ist akzeptabel. Okay, der eine rechts gibt da immer einen Rubin. Schon 5 Minuten, ne? Ich brauche noch mal 10 Minuten, dann habe ich den Part ungefähr voll. Da war die Mühle, oder? Das war die Mühle, glaube ich, oder? Schauen wir mal, schauen wir mal. Brauche ich da noch von? Oh, wait a second. Er wollte doch Musik machen. Ist das das Wiegenlied? Nein, das ist das Hymne der Sonne. Was? Ist jetzt... Oh, es ist Nacht. Hallo. Okay. So, das heißt, das... Der da müsste jetzt einen Rubin geben. Ja, ja. Der müsste. So, das ist cool. Das ist nice. Jetzt kann ich endlich da... Okay, ich dachte nämlich nur, wenn ich die Hymne der Sonne spiele, dass ich einfach nur Tag... Dass es einfach nur Tag wird. Jetzt müsste der Boris nämlich auch da sein. Also, wieso sammelt ich eigentlich? Ich habe eh genug Rubine. Boris? Boris. Es ist jetzt 0 Uhr. Die Grabgruseltour ist vorüber. Boris, der Totengräber, schläft jetzt. Unterhalte dich mit den Geistern der Toten und komm später. Was zum Teufel? You, I trusted you, Boris. I trusted you. And you destroy my hopes. Okay. Warte, das Wiegenlied. Wie ging das Wiegenlied nochmal? Das war... Glaube ich, so wie ich mich erinnere. Links rauf... links auf rechts, glaube ich, war das. Links rauf rechts. Links auf rechts. Ja, Tatsache. Gut, das hat nichts gebracht, sehr schön. Hallo. Oh, 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 Skulltula, ich höre dich. Aber wie kriege ich dich dann? Okay, das war blöd. Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich an dich rankomme. Tja. Pech. Nennt sich sowas. Naja, ich glaube, dafür brauche ich diesen Enterhaken, so wie ich mich erinnere. Beispiel, da, was ist das hier? Dieses Loch da. Lesen? Hier ist ein Loch in der Erde. Ob man wohl etwas einpflanzen kann? Ich habe keine Ahnung, ob man da was einpflanzen kann. Ich weiß nicht mal was. Ne. So. Gut, dann nicht. Na, ich werde dabei die Nüsse lassen. Irgendwie finde ich die ganz cool. Oh. Also das ist das Skulltula-Dingsi. Na gut. Ich glaube, ich werde jetzt den Part beenden. Da der Boris auch nicht da ist, der Tolle. Wir werden aber noch zurück in die Stadt gehen. Dann habe ich ungefähr 25 Minuten beim nächsten Part, weil ich ja quasi zwei Parts zusammen tue. Also ich kann noch da hoch, okay. Also wieder rein, meine ich. Na egal, egal. Leute, ich werde jetzt den Part beenden. Habe jetzt ungefähr 25 Minuten.
Ich hoffe, es hat gefallen. Ich werde jetzt mal jetzt noch beim Speichern zusehen. So lieb bin ich noch. So, Spiel hat sich an. So, und ja, ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns alle im nächsten Part wieder, meine Freunde. See ya, my friends.